Ein typisches Zeichen für die Sucht ist die Einschränkung der Freiheit. Vermutlich, dass die Substanz, die du einnimmst, oder aber das Verhalten, das du ausübst, also so viel Raum und Zeit einnimmt, dass es daraus resultieren Konflikte mit dem sozialen Umfeld gibt und du dann andere Ziele, andere Sachen, die du vorhast, nicht mehr erledigen kannst. Wenn eine Sucht bereits entstanden ist, ist es sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu suchen. Also nicht allein das Problem zu lösen, sondern Sucht- und Drogenberatungsstellen aufzusuchen oder aber uns in der Klinik Kontakt aufzunehmen. Es kann ambulant sein, das kann dann aber ab einem gewissen Punkt der Erkrankung auch stationär oder tagesklinisch sein. Das Problem ist bei der Sucht, dass Freiheitsgrade verloren gehen. Also dass du nicht mehr das machen kannst, was du eigentlich willst, sondern dein Verhalten eingeengt ist auf eine gewisse Verhaltensweise oder auf den Konsum gewisser Substanzen. Und die Freiheit sollte wieder gewonnen werden, damit das nicht im Fokus steht, ausschließlich eine Substanz zu konsumieren oder ein Computerspiel zu spielen zum Beispiel. Der Begriff Sucht von Siechen kommt beinhaltet immer eine Krankheit. Aber man kann ja auch gucken, dass wenn man sehr engagiert eine Sache wiederholt macht, dass man auch eine gewisse Professionalität daraus entwickeln kann, zum Beispiel beim Sport. Ne? Also muss Sachen ganz oft wiederholen, sich selber überwinden, um gut zu werden. Und dann kann das ab einem gewissen Punkt natürlich auch so ein zwanghaft süchtiges Verhalten entwickeln. Und das ist sehr schwer herauszufinden, ab welchem Punkt es dann krankhaft wird. Bei Substanzen, die man einnimmt, ja, also da wäre ich jetzt mal nicht so positiv. Also ich denke, wenn man erstmal zu viel von irgendwelchen Drogen oder Alkohol zu sich genommen hat, da ist, glaube ich, wenig Positives zu finden.